wäre es jetzt? Wo wollte sie denn hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Folge dem weißen Kaninchen. Hahaha! Ich komme zu spät, Ich bin wieder mal zu spät. Ja gut, das würde auch funktionieren. Ich dachte da eher an den Witz, der daraus auch schon entstanden ist. Ja. Überall Polizei. Oh. Und Blake. Cops. Die suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Na. Oh, oh. Jetzt aber. Telefon? Telefon. Ist es da drin? Was? Hast du richtig gesehen? Wo ist das Telefon? Hinter dir. Hinter mir? Willst du mich verarschen? Nein, sie hat doch gerade durchgeguckt, da, oder? Grad, was? Muss ich da gerade zu durchgehen? Shit, ich hab keine Ahnung. Nee, siehst du, ich muss außenrum. Naja. Lauf na ja. Schneller. Das wäre auch mal eine interessante Wendung, wenn Ethan jetzt verhaftet wird. Aber da war doch... Ach, da! Da. Hast du ja gut hingeguckt. Komm schon, wie war die Nummer? Ja, wie war die Zimmernummer? Die Nummer war... 7, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier da verschwinden. Da sieht man es ja auch, Zimmer 207. Oh. Wow. Na? Oh Gott. Oh. Nein! Mm. Oh. Wir haben ihn immer noch. Schnappt ihn! Er flieht! Ja. Ich muss mir echt merken, wo diese scheiß Knöpfe sind. Ja. Ich muss öfter vorbeikommen mit uns PlayStation spielen. Meine Frau will sich jetzt auch schon eine kaufen. Also werde ich wohl bald gar nicht mehr vorbeikommen müssen. Mann, scheiß auf! Entschuldigung. Ja, du. Ist nicht so genau. Ich bin noch ein bisschen. Ja, ich mach einfach was. Ja. Wir gucken mal, wo es hingeht. Schaffst du das? Bist ein neuer Fingermann. Oh Gott! Ja. Ah! Aha, ja. Haben die mit ihrer dicken Kampfmontur natürlich nicht so lang. Oh, oh, oh. Oh, oh. Na. Komm, war aber auch schon knapp, ey. Die Cops meinen es echt ernst, aber die wollen dich auch nicht erschießen, ne? Ja, sie sind eigentlich ganz gut. Na, eigentlich. Ja, die wollen dich an Leben fassen wegen dem Kind. Wenn sie dich erschießen, finden sie das Kind ja nicht. Die glauben, du bist schuld. Ja, ja. Dann zoom mal vor, so viel Bullen weg, ey. Schon erst da gemacht. Das gehört jetzt hier nicht hin. Und jetzt? Und jetzt? Das war's. Und jetzt? Weiß ich nicht, ist das jetzt Kulit oder so? Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Los, springen! Sache, ist das ein Speed-mäßig? Au. Oh. Autsch. Boah. Sieht schon ziemlich scheiße aus. Lauf. Steh auf! Er hätte schießen können. Ja. Taxi! Hallo! Hallo, Taxi! Komm, mach auf, du Lackaffe. Raus da! Brauch mal kurz dein Taxi. Hey, was soll denn das? Geld verdienen. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Das hat so schön vibriert. Ach so. Oh, der Taxifahrer. Guck mal. Der Arme. Bist du immer noch nicht fertig mit Möhre essen? No, es tut mir leid. Okay, eins mache ich noch. Einen Bonus freigeschalten. Schön. Sophie. Ja. Arschgeil, ey. Nee, der Arsch ist aha. Nicht so geil. Aha. Oh Gott, ey. So, wo sind wir? Bei Scott Shelby. Bei Scott Shelby. Wir waren auf dem Amt, Revier. Weil wir die Spuren nicht ordentlich verwischt haben. Ach, ja.
Konnte ja keiner ahnen, dass die auf Klo nachgucken. Was machen Sie denn hier? Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Also, was wir heute essen? Ich sag dir denn doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Konzentrieren. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. War ja ein kurzer Part. Das musst du auch ganz viel machen bis jetzt. Oh. Soll ich machen? Ja, bitte schön. Yay, ich darf mich befreien. Und ich darf einen Duplex. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Nur wahrscheinlich. Ich glaube, ich werde hier gerade versenkt. Ach. Meinst du? Ja, ja, ja. Sieht stabil aus. Lauren. Aufwachen! Schüttel mal nochmal. Ja. Ich schüttel ja schon. Ja. Nochmal ein bisschen runter. Das hat sehr viel gebracht. Wir haben jetzt schließlich. Verdammt! Da? Nee. Was? Runter. Verdammt! Drücken! Achso, drücken. Ja, ja, ja. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Na. Geht doch. Jo, Urlaub. Nee, Alter. Du solltest sie erstmal wach machen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich wusste ja nicht, dass er ausholt. Ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Okay, wir machen sie einfach los. Danke. Was denn? Ja. Dass die Frau rettet, danke. Ach so. Soll ich so böse gemeint, ne? Ich wollte sie jetzt nicht sterben lassen. Kann ja auch nicht dafür, dass sie da ist. Glaube ich jedenfalls. Blub, blub. Blub, blub, blub. Ich dachte, du hättest die nicht mitgenommen, ne? Doch, doch. Ja, doch. Ja, ist ja alles in Ordnung. Alles ja. Gut. Blub, blub, blub. Hör mal auf! Nein! Ich muss hier Soundeffekte hinzufügen. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. Blub. Plätscher, plätscher, Regen, plätscher, plätscher. Was? Nein. Doch, es regnet. Ja, genau. Tropf, tropf, plätscher, plätscher, tropf. So, im Spiel. Ich habe erstmal nach draußen geguckt. Oh. Es regnet. Oh, Faceporn. Echt, aber so war das nicht geplant. Boah, dein Handy, ey. Was denn? Er blinkt auch an. Ja, klar. Was wollen Sie tun, oder? Ich muss schon wieder hier voll dazwischen. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Oh, sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Oh. Wie süß. Wie schön. Oh. Ach, pass mal auf, Scott. Ich will den nicht verlieren. Ehrlich, was ist denn da jetzt? Ich muss nebenbei was checken. Aha. Wieso bist du jetzt checken? Mensch! Ey. Ich weiß nicht, warum bringst du eigentlich nur Duplo mit? Warum bringst du mir nichts mit? Du hattest gerade Möhre. Ich hab hier noch eine Möhre. Ja, siehst du, ist deine Möhre. Ja, ja gut, ja, Möhre. Jetzt musst du fahren, ich hab die Gangschaltung. Ist kein Automatikbetrieb. Das ist keine Gangschaltung, guck dir mal an. Keine Gangschaltung hat so einen Knüppel. Was ist das? Hä? Was ist das? Das ist Automatik. Der hat gerade vom Park and Drive gewechselt. Ach.
Das ist das Auto von der Lauren. Ja. Meinst du die Vergangschaltung? Ist eine Frau. Frauen können auch Vergangschaltung fahren. Mhm. Aber du nicht. Er hat nicht mal hingeguckt, Alter, der ist so skilled. Ich bin Rambo. Nein, ich bin Rambo. Nein, bist du nicht. Du hast ja gar keinen Plan. Ich bin Rambo. Ja, doch. Sieht eigentlich schon sehr gut aus, was du da machst. Ja. Und ich muss nicht mal nachladen. Vielleicht bin ich doch Lucky Luke. Sieht schon cool aus, wie da hinten die auf die Leichen runterfallen. Ja, ich glaube, er ist sauer. Ich glaube auch. Ey, jetzt muss doch irgendwann mal die Knarre leer sein, Alter. Ja. Ah! Shit! Der wurde angeschossen. Jetzt das perfekte Eindringen versaut. Das ist Dreck, aber auch. Nein, ich wiederhole hier nichts. Das möchte ja keiner sehen. Ist halt so, so spielen wir halt. So spielen wir halt. Ja, kann ja nicht immer alle klappen. Und so ein Schuss durch die Schulter ist nichts Schlimmes. Der andere hat sich einen Finger abgeschnitten, hallo? Du hast ihn nicht mal ausreden lassen. Nein, er wollte mich im Fluss versenken. Stirb, du Sack! Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer! Nein! Ist das ein Überblick? Er ist unschuldig! Er ist kein Killer! Kein Killer! Ah! Ich hätte ihn aus dem Fenster werfen können. Ja. Wollte ich aber nicht. Noch nicht. Scheiß Lügner! Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Sag mir deine Kontonummer. Chance. Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Ich weiß es nicht! Was? Ich weiß gar nichts! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Ich wollte dich umbringen. Hallo? King Willy. Ja. Goldy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Aha. Ein Unfall. Aha. Ein dummer Unfall. Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Dein Sohn ist trotzdem ein Mörder. Hm. Aber nicht der Origami-Keller. Erzählt nicht. Erzählt nicht? Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Ach, aber dann zählt der andere Junge. John der Junge hat nicht, Bruder. Ja. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Hm. Ein Herz. Mein Herz. Wollen wir ihm helfen? Ach, können wir uns das aussuchen? Ich weiß nicht. Wollen wir? Oh, ich weiß es auch nicht. Entscheid du mal. Entscheid dich spontan. Tschüss. Puh. Er erzählt nicht. Oder? Dafür muss er eigentlich. Kommen Sie! Der erzählt nicht. Der hat so oder so keine Leute mehr, die auf ihn aufpassen. Jetzt auch egal, wa? Der erzählt nicht.
Wenn Mord vertuscht, nur weil ein Kind aus der Gosse kam, statt aus dem reichen Haus. Hm. Er erzählt nicht. Hm?